Zweite Runde, zweites Thema, zweites Stück. Auch eine Kombination aus Sachen, die einzeln total langweilig sind, aber zusammen ultra genial. Und zwar, man nehme einen Raspberry Pi, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist so ein Kleinstcomputer, der auf so einem eigentlich einen Handy-Chipsatz basiert, mit einem Arm, mit knapp 700 MHz, USB, LAN, HDMI und Audio. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Da packt man jetzt ein OpenELEC drauf, das ist das Open, wofür steht das erste E? Embedded Linux Entertainment Center, dankeschön. Das ist im Prinzip einfach eine Linux-Distribution, die nur dafür gebaut wurde, um XBMC zu starten, nichts anderes. Also im Prinzip ein Linux from scratch, was nur für XBMC da ist, deswegen performt das Ding auch viel besser als wenn ich da jetzt so ein Standard Raspbian oder auch das RaspBMC, was es auch gibt, draufpacke, weil da drunter halt ein Standard Linux ist, was halt alles können soll und dementsprechend halt nicht so. Also OpenELEC bootet dann XBMC. XBMC ist das Media Center to End All Media Centers. XB steht noch für Xbox, weil das damals auf der allerersten Xbox entstanden ist, ist aber inzwischen läuft halt überall. Ja, und das Tolle ist, das hat tolle Add-ons, und zwar ganz schön viele. Unter anderem ein Add-on für Put.io. Put.io ist ein Cloud-Storage-Dienst, also einfach sowas ähnliches wie Dropbox, mit der Besonderheit, dass man da, wenn man Dateien hinzufügen will, nicht nur welche vom Rechner hochladen kann, sondern einfach auch sagen kann, guck mal hier, tolle Torrent-Datei, zieh mir mal. Macht Put.io dann auch und Put.io macht sogar noch mehr, guckt nämlich, habe ich die schon? Oder einer meiner ganz vielen User? Dann sagt er, kein Problem, hier. Datendeduplikation ist der Hipster-Ausdruck dafür. Außerdem haben sie Webstreaming, das heißt, sie können Filme, MP3s und so weiter im Web einfach streamen. Das heißt, man geht so da so drauf wie hier und drückt da diesen zuckersüßen Play-Button da und dann spielt dieser Film ab, streamt also. Ja, die sitzen in Istanbul. Nicht mehr, die Server stehen wohl irgendwo da, wo Pirate Bay ist. FAQs. Okay. Das war mir auch neu. Ich weiß auch nicht, ob das schon immer so war oder aus wie umgezogen. Das ist, ich glaube, die haben ja. Deswegen gibt es so viel. Sie haben auch eine Webseite, wo sie irgendwie Privacy erklären, wie sie das handhaben und so. Und ja, kann man brauchen. Kostet, ich glaube, der 10 GB Account kostet $5 im Monat. Kann hochgehen bis, was haben sie, ich glaube 10 Terra ist der größte. Ja, dann gibt es für Android eine App, die nennt sich Pirate Bay. Das ist so ein Sammelplatz für Torrents. Dort kann man ganz toll legale Creative Commons Serien wie Pioneer One zum Beispiel runterladen. Diese Pirate Bay App feuert einen Intent, das heißt, wenn ich drauf drücke auf Download, sagt er hier, Torrent, kann damit irgendjemand was anfangen? Dann sagt die Put.io Android App, ja! Zeigt dieses Bild, dann drückt man auf Add, dann nimmt die Put.io App diesen Transfer entgegen, packt ihn in die Liste, dann dauert das, weil man das tatsächlich runterladen kann, muss, weil niemand bei Put.io Pioneer One guckt. der Beamer, ich weiß auch nicht, man kann das gar nicht lesen. Wie gesagt, je nachdem, was man runterlädt, ist die Wartezeit eben meistens null. Und die Put.io App bietet dann auch eine schöne Übersichtsseite für die Datei, Download oder Play. Play feuert dann auch wieder ein Intent und sagt, Play, möchte das irgendjemand machen? Daraufhin sagt Jatze, die Fernbedienung für XBMC, gerne. Send to XBMC. Und dann habe ich die Jatze-Fernbedienung, mit der ich dann irgendwie Play-Pause, also wenn ich mal pinkeln gehen muss oder so, und den Rest macht dann XBMC mit der Magie des Internets und man hat seine Sachen sofort da, wo man sie haben will. Also sprich, Pirate Bay, Put.io, XBMC, abspielen.
Ohne Rechner aufklappen und so, weil wer will auf der Couch schon Rechner aufklappen? Ja, und wenn man das Ganze dann noch auf den Beamer legt im Wohnzimmer, dann ist das ganz amtlich. Und wie es der Zufall so will, kann mal jemand den Beamer auf HDMI 2 stellen. Scheiße. Dauert immer ein bisschen. Ah! Kabel ist lang. Oh, such XBMC. Many Video. Ist Demo nicht immer ein Ubuntu-Image? Add-ons? Oh! Ah! Ja, jetzt müsste halt nur noch jemand seinen Account zur Verfügung stellen. Naja. Also wir haben, mit anderen Worten, ich habe auf der Beamer-Plattform ein Raspberry Pi mit OpenALEC spendiert, der da jetzt läuft, und dann kann man so Sachen machen, ohne dass man irgendwie immer diese Kabelpeitsche durch den Raum tragen muss. Ich wurde dazu inspiriert, weil Olli irgendwann reinkam und diesen Shuttle-Start zur ISS gucken wollte und gefragt hat, mit welchem Rechner man denn hier streamt. Und dann dachte ich mir, naja, eigentlich ist das ein guter Punkt. Man braucht ja gar keinen Rechner, wenn man hier so dieses Gerät hat und dann so Dinge tun kann. Oh, was ist das? Machen wir mal schnell weg. So, ja, ist zu benutzen. XBMC sagt per ZeroConf übrigens die ganze Zeit Hallo, Hallo, Hallo. Das heißt, die Android-App müsst ihr einfach nur einschalten und dann sagt sie, oh, XBMC. Und dann könnt ihr das Ding jetzt bitte umgehen. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn 10 Leute gleichzeitig, aber das probieren wir dann einfach daraus, denke ich. So, ihr könnt nochmal umschalten auf HDMI 1 für den Schlussgag. Hat mega nicht geklappt. Will nicht. Nicht HDMI 1, VGA. Ja, ich versuche gerade mein Bestes. D-Sub. D-Sub fand ich gut. D-Sub. Ja. Vielen Dank. Liest das vom Datengraben? Weißt du, es liest vom Datengraben, das kann SMB, es kann NFS, es kann alles. Okay. Kann man das ohne Android bedienen? Man kann, ja, es gibt also irgendwie mehrere, ich glaube, es gibt auch für Rechner so eine XBMC-Fernbedienungszeug. Also recht sicher. Du hattest übrigens, glaube ich, noch erwähnt, als wir darüber gesprochen haben, OpenALEC übertaktet den Raspberry Pi aus, deswegen läuft das so flüssig. War das korrekt? Ja, jein. Also ich habe dann, also wir können nochmal, wenn du nochmal umschaltest. Nicht zwingend. Der Live-Demo-Teil von den Show Your Tools-Vorträgen muss ja verstärkt sein. Es gibt hier die System-Info. Und wo steht's denn? Nicht ganz unten in der Hardware. Ja, genau. 700. Da steht jetzt 700 MHz. Das ist eigentlich nicht übertaktet. Aber ich weiß nicht, ob wenn du einen Film abspielst, dass es dann also hochgeht oder weil das. Ja? Aus Erfahrung sagen, dass das RASP-BMC wesentlich träger ist als das. Ja. Das sehe ich direkt schon in der GUI. Ja, und das habe ich. Also auch und da merkst du gar nichts von. Es gibt, also ich meine, das ist halt schon hier. Es ist wirklich super snappy. Ja. Es ist ja aber auch wirklich, weil das da ja quasi als Bit 1 läuft. Ja, es macht da halt schon Sinn. Nichts drunter. Es macht halt schon Sinn, wenn man nur ein Mediencenter will, auch wirklich nur ein Mediencenter zu haben. Von daher ist der Ansatz natürlich schon gut. Ich habe allerdings, es gibt irgendwie auf YouTube ganz viele so Vergleichsvideos versus RASP-BMC versus OpenALEC und so. Und da habe ich auch eins gesehen, wo die sich also echt genau gleich snappy verhalten. Ich weiß nicht, ob die irgendwie die neueste Version oder was weiß ich, was die mit RASP-BMC gemacht haben, aber da wollte halt jemand gegenhalten, so OpenALEC und dann hat er dieses Video gedreht. Ich weiß nicht, ob da vielleicht gecheatet wurde oder so. aber ja, also das ist wirklich schon sehr, sehr schön.
Ja, ich erinnere mich daran, dass wir das schon mal hier laufen hatten. Das war mega langsam. Oder war das auch ein 256 Megabyte Pro App? Ja, gut, ja. Ich hatte es aber daheim probiert. Ich habe es erst mit USB-Musik probiert. Das war völlig unbenutzbar. Teilweise da die Key-Up-Events nicht mitgekriegt. Das dann zu schön endlos scrollen führt. Und dann das OpenELEC auf Anhieb flüssig ohne Probleme. Ja. Wann war das? Das ist ein halbes Jahr sein. Okay. Ich habe vor ungefähr 3 Wochen bis das BMC mal ausprobiert. Okay. Da kam eine neue XBMC-Version raus und dann dachte ich mir, das nutze ich jetzt mal aus, aber es ist halt nicht so schnell wie das sehe ich so schon und das stürzt dann ab und zu mal ab. Also 2-3 Mal einfach weg. Also wenn man da sozusagen merkt, dass man auf einem Kleinstrechner ist, wenn man Add-ons installiert oder so, dann kann man in der Zeit die GUI manchmal nicht bedienen, wobei das auch so ein bisschen erratisch ist, wann ja und wann nein, das heißt man nicht. Aber die meiste Zeit guckst du halt Filme und ich installiere keine Add-ons. Wie ist denn der Sound von dem Raspberry Pi? Machst du das über HDMI? Nee, das geht jetzt über Analog Out. Da lag einfach so ein langes Klinkekabel, was mit Tape 2 beschriftet war auf der BIMA-Ebene, dachte ich, nehme ich mal. Mit dem Klinkenanschluss vom Raspberry Pi habe ich irgendwie total schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, das ist ja halt auch, weil sie da grundsätzlich richtig. Machen. Genau, eben, weil sie da totalen Müll machen, aber also ich sag mal, es reicht aus. Bei mir zu Hause, ich hatte das, also ich habe das Problem, dass meine Anlage an einer anderen Wand steht als da, wo der Beamer hängt, und dazwischen sind Türen und deswegen kann ich nicht ordentlich ein Kabel legen. Deswegen habe ich ziemlich lange rumgefingert mit irgendwelchen Sachen wie Bluetooth A2DP und all so Scherze habe ich rumprobiert. Da ist das Problem, Empfänger tun total super. Die Transmitter musst du aber, wenn sie schon mal stromlos waren, immer wieder neu pairen. Wenn der Transmitter aber oben auf dem Beamer liegt, ist das ziemlich kacke. Das Problem lässt sich aber hiermit recht einfach lösen. Das ist ein HDMI auf VGA-Adapter, den gibt es für 25 Euro auf Adafruit und da fällt auch an der Seite eine Klinke raus. Ja. Den habe ich mal besorgt für das generelle Setup hier, aber das lässt sich auch dafür basteln. Ja, das aber ist gerade für ein Raspberry Pi gedacht. Aber trotzdem nur noch Stereo. Also schlussendlich, ja gut, also ich meine, ich habe zu Hause auch nur, also ich hab, bin halt total anspruchslos. Also ich habe halt schlussendlich dann jetzt auch nach diesem ganzen Rumexperimentieren mit irgendwelchen Bluetooth-Audio-Scheiß, ich habe mir dann so einen USB-Bluetooth-Dongle gekauft, weil ich dachte, hey, dann kann das ja einfach direkt Bluetooth-Audio auf den Empfänger machen. Stellt sich raus, XBMC benutzt kein Puls-Audio, das wäre aber Voraussetzung für Bluetooth A2DP und es war alles scheiße und dann habe ich jetzt irgendwie so 5 GHz Audio-Funkempfänger, die funktionieren, nehmen aber irgendwie tierisch viel Lautstärke weg, deswegen muss ich die Anlage aufreißen, das geht nicht mehr, also es ist ein leidiges Thema. Aber grundsätzlich kann XBMC selbst halt Audio, du kannst auswählen, ob es HDMI-Audio oder Analog-Audio, das was dann halt beim Raspberry auf diesem fiesen Klinkending rausfällt, oder sogar, du kannst auch beides gleichzeitig aktivieren, wenn du Lust dazu hast. Aber Probleme hatte ich bisher damit noch nicht, ehrlich gesagt. Also keine merkbaren. Ich bin halt jetzt auch kein Audiophiler. So, also. So. Gut. Ja. Wie ist denn so die Rechtslage, was das Streaming hier angeht? Wo? Hier. Wir gehen hier über Schweden. Naja, also in YOLO. Also Pioneer One gucken ist völlig legal. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ich muss weg. Ah, da hat schon jemand die Android-App entdeckt. Nö, iOS. So, jetzt gucken wir mal. Ja, performt super. Ich sehe schon, wenn die Konsolen mal nicht gehen oder so. Twitch plays OpenELEC. Ja. Ich würde sagen, ja.